Kleid ist und bleibt das Zentrum der Feminität. Also ich bin selbst überrascht, wie viel sich die Designer immer wieder einfallen lassen. Und es geht sehr viel über neue Drapierungen, Fältelungen, Raffungen. Das ist eine sehr subtile Form der Weiblichkeit und macht das Ganze natürlich sehr, sehr schmeichelnd. Das ist das eine. Aber es gibt auch sehr viele neue Varianten, von Tunika-Kleidern bis zu Etui-Kleidern bis zu Jersey-Kleidern. Und der Mini kommt wieder zurück. Das heißt, die Säume rutschen nach oben und schon allein dadurch entsteht natürlich auch eine neue Silhouette. Der Mini kommt auch als Einzelrock wieder stärker, aber natürlich auch bei den Kleidern wird es insofern wichtig, dass die generell wieder kürzer werden. Generell ist es so, dass dieses ganze feminine Thema sehr stark auch von einer sehr zurückhaltenden, tonigen Farbigkeit lebt. Brunello Cucinelli, der hat da so ein bisschen Pate gestanden für diese ganzen Nichtfarben. Also es ist eine sehr große Kombination von Beige, Taub, Naturtönen, Grau bis Anthrazit-Abstufungen, die sehr untereinander in diesen Farbharmonien miteinander spielen. Das Material ist unheimlich wichtig, also von Kaschmir, Strick, Leder, ganz, ganz viel Pelz, sei es über leichte Pelzüberwürfe, leichte Pelzjäckchen, Pelzstolen, Pelzschals, bis hin zu gestricktem Pelz, auch das ist neu. Glamrock ist in dem Zusammenhang mit Feminität ein ganz wichtiges Thema. Das beherrschende Thema ist die Lederleggin, von echt bis Velour, Nappa bis hin zu Imitat. Dazu kommen die ganzen längeren T-Shirts, aber auch längeren Pullover. Und darüber dann, das ist so ein Relikt aus den 80er Jahren, auch wieder der Blazer mit Schulterbetonung. Von extrem bis moderat dürfte für jeden Geschmack was dabei sein. Und das ist auch natürlich schön, weil es ist eine Neuerung. Was natürlich in diesem ganzen Zusammenhang mit 80ern immer wichtig ist, ist, dass da Drucke und Schmuckdetails drin sind. Also das ganze Thema Nieten, Pailletten, Ketten, Ösen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spaßelement. Genauso wie Animal. Animal ist eher ein Klassiker, den viele Frauen lieben und sich immer wieder freuen, wenn er kommt. Und er kommt wieder. Es gibt ihn auch in allen möglichen Varianten, vom Jacquard-Pullover bis hin zum bedruckten Animal. Also da ist viel Dynamik in dem ganzen Thema drin. Und es kommen sehr viel glänzende Materialien wie Nylon und Metallics, aber auch so leicht schimmernde Geschichten. Und ich denke, ganz wichtig ist, dass es so eine sexy, taffe Form von Feminität ist. Das hat wirklich so was mit diesem Power der 80er Jahre zu tun, die da jetzt neu interpretiert wiederkommen. Also bei aller Feminität, die zum Herbst ganz wichtig wird, muss es immer lässig sein. Ich denke, die Frauen wollen, egal ob sexy, feminin oder casual, es muss lässig sein. Das ist und bleibt, glaube ich, das Credo überhaupt. In dem Zusammenhang ist natürlich Strick sehr, sehr wichtig. Es gibt von Grobstrick bis Feinstrick, von Strickjacke über Chasübel bis Longpullover, eine breite Spielart. Es gibt wieder gemusterte Pullover. Und das Schöne ist, dass Strick interessant wird durch diese ganz großen Spielarten an verschiedenen Hosen. Es gibt, glaube ich, so viele Hosen, wie wir schon lange nicht mehr hatten. Von der Röhre, die kommerziell wahrscheinlich die wichtigste Form bleibt, über neue Boyfriend-Typen, Karottenformen, J-Pur. Also der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Eine Alternative zu den ganzen vielen Strickjacken sind auch neue Jacken. Das sind diese ganzen lässigen, unkonstruierten Jackentypen, die zum Teil gar nicht mehr gefüttert sind, die dann auch in Kombination mit Blusen, die ebenfalls wichtig werden, zu den neuen Hosen wieder eine neue Kombination entdecken.
stehen lassen. Insofern gibt es bei dem Thema unendliche Varianten. Es kommt Karo neu ins Spiel. Karo in allen, von kleinen bis Holzfäller-Karos für Hemden. Es gibt die Hemdbluse, es gibt die gestreifte Bluse, es gibt die Schluppenbluse. Und das ganze Thema Jeans ist neben den vielen Hosen, die es gibt, natürlich das Thema schlechthin, das auch weiterhin im Herbst bleiben wird.